Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1 Unboxing. Heute geht es um eine Feuerwehrstation. Ihr kennt sie ja schon aus verschiedenen Filmen von mir. Und ich habe ja auf meinem anderen Kanal Serratus 1 die Feuerwehrstation schon erweitert um ein Tor. Aber das hat mir nicht gereicht, weil ich habe so viele Fahrzeuge. Deshalb habe ich mir ein weiteres Tor gekauft, aber das hat noch immer nicht gereicht. Deshalb ging es weiter und ich habe mir das dritte Tor gekauft. Jetzt habe ich insgesamt 4 Tore, aber es reicht leider noch immer nicht, weil ich habe 6 Fahrzeuge, die müssen hier untergebracht werden. Und deshalb habe ich mir ein Erweiterungsset gekauft von Playmobil. Aber dann habe ich gedacht, das reicht doch auch nicht. Deshalb habe ich mir 2 Sets bei Playmobil im Onlineshop gekauft. Jetzt kann ich meine Feuerwehrstation auf 6 Tore erweitern, dann passen alle Fahrzeuge rein. Ein Set kostet 12,99 Euro, also wirklich ein fairer Preis. Und das wird jetzt eine Riesenstation. So, dann schauen wir mal in die Tüte rein, was man alles aufbauen muss. Einmal hier. Die Aufbauanleitung, Aufkleber und Verbindungselemente. Hier ein Seitenteil. Natürlich ganz wichtig, die Tore. Der Torrahmen. Hier werden dann später die Tore befestigt. Hier sind noch weitere Kleinteile, Abdeckungen für die Oberseite und ja, so Regale, so Halter. So, hier noch ein Element. Das war's. Jetzt bereite ich alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Als erstes hänge ich die Tore ein. So, einmal. Dann das nächste Tor. Und das war's. Jetzt kommt hier an der Seite eine Wand hin. Die wird dann hier aufgesteckt. Jetzt geht es oben weiter. So, das war's. Und jetzt kommen noch, ja, ich sag mal, Blenden hin oder Dachelemente. Das war das Falsche. Hier so ein langes. Daneben nochmal. So, hier noch eins und da hinten. So, das war's. Jetzt fehlen über dem Tor nur noch Abdeckungen, Blenden. Die werden hier aufgesteckt. Insgesamt 5 Stück. Das war's. Ein weiteres Tor für meine Feuerwehrstation. Hier an der Seite sind 3 Halter, da kann man dann das nächste Tor anbringen. Hier sieht man das Ganze von innen. Hier gibt es ein paar Ablagen, Halter für Werkzeug, Besen, Schaufel, Axt oder Beil. So, und jetzt mache ich die nächste Feuerwehrstation fertig und dann zeige ich euch, wie man die anbringt.
So, das war das erste Tor. Und hier kommt das zweite. Wie ihr seht, ganz leicht, einfach nur hier aufstecken. So, fertig. Und hier seht ihr meine neue Mega-Feuerwehrstation mit insgesamt 6 Toren, 5 Erweiterungen, ein riesen Mega-Teil. Ich habe es gerade mal abgemessen. Die Feuerwehrstation hat jetzt eine Länge von 1,50 Meter, 150 Zentimeter. Nur so mal als Vergleich, die meisten Kinder im Alter von 9 oder 10 Jahren sind so ca. 1,50 Meter, dass ihr es euch mal vorstellen könnt, wie groß die Station ist. Die passt jetzt kaum noch hier in meine Stadt. Muss ich mal überlegen, wird vielleicht auch mal Zeit, die Stadt zu erweitern. Und jetzt kommen die Feuerwehrfahrzeuge. Als erstes das Brandmeisterfahrzeug, direkt unter der Einsatzzentrale. Im zweiten Tor seht ihr ein Löschfahrzeug. Im dritten Tor ebenfalls ein Löschfahrzeug. So, und im vierten Tor mal zur Abwechslung ein, ja richtig, Löschfahrzeug. Im Tor 5 findet das Drehleiterfahrzeug seinen Platz. Und im Tor 6 findet das alte Löschfahrzeug seinen Platz, der Oldtimer unter den Feuerwehrfahrzeugen. So, jetzt ist meine Feuerwehrstation komplett mit allen Fahrzeugen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze bei Nacht aussieht. Und gefällt's euch? Sieht doch mega cool aus, die Einsatzfahrzeuge bei Nacht. So, und das war's auch wieder mit meinem Erweiterungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine neue, in Anführungszeichen, mega Feuerwehrstation. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter, teilt das Video und hinterlasst ganz viele Kommentare. Und bis bald, bis zum nächsten Video, euer Serratus 1.